Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr hört, sind wir schon am Bahnhof, Leute. Es geht für uns nämlich nach Hamburg und leider nicht mit Doli, sondern mit der... Next mitgebracht. Alter, die ist so eine Hausfrau. Hier ist ja nur Obst drin. Ich schwitze. Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Wir waren uns so sicher, weil wir haben erste Klasse. Wir gehen zu Buch. Wir dachten, erste Klasse ist bei A und es war einfach am ganz anderen Ende. Wir sind gerade 20 Minuten lang durch den ganzen Zug gelaufen. Mein Rücken ist tot. Shadi hat mir einen Smoothie gemacht. Soll ich einen Taste-Test machen? Ja. Es ist ein grüner Smoothie. Also nicht lecker. Also sehr gesund. Das schmeckt mir. Ja? Ich habe extra viel Zitrone, damit es nicht so grün schmeckt. Okay. Mit der dreckigen Hände. Und jetzt? Keine Ahnung. Wir sind da. Toll. Toll. Das Hotel ist schon mal voll schön. Hör ich das? Ja. Cool. Habe ich schon gesagt, wieso ich hier bin? Nee, ne? Nein. So, wir sind auf einem Canon-Event eingeladen. Es kommt nämlich eine neue Vlogging-Kamera raus und die wird uns dann später vorgestellt. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich das öffne. Okay, los geht's. Hansestadt. Oh cool, das ist die. Die sieht voll cool aus, ne? Die sieht irgendwie sehr fancy aus. Ich habe einen Jutebeutel. Macarons, die wird Shadi bestimmt essen. Ich wollte diese Koro-Dinger schon immer probieren. Was ist das? Das sind so, so Bars und so wie heißt das, gesunde Snacks. Ah, das sind Haferbars. Geil! Eine Speicherkarte. Nein, die wird Doli tragen. Cool. Hey, da könnt ihr euer Kamera-Equipment reintun. Eine Powerbank. Hast du auch gebraucht. Habe ich auch gebraucht, das stimmt. Verdammt nochmal! Leute, es ist 15 Uhr. 16 Uhr muss ich bei der Location sein. Geschminkt, gestylte Haare. Outfit? Schaffe ich das? Leute, ich weiß nicht, warum ich mit ihr befreundet bin und ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Ich mache mich richtig drüber lustig, dass ich voll Angst habe, alleine auf ein Event zu gehen. Da sind 15 andere Mädels. Ja, aber ich kenne niemanden. Ich bin immer mit Doli auf Events gegangen, aber der fliegt ja heute in die Heimat. Deswegen bin ich alleine, also kommt nicht mit. Ich gehe in die Stadt mit ihrer Family. Shoppen. Hey, hey, fokussier. Was ist das? Was? Was denn? Er hat etwas fokussiert, ein Gesicht fokussiert, was nicht da ist. Jetzt nach Hamburg shoppen. Ich habe nur noch 10 Minuten. Ich habe die Hälfte von meinen Haaren noch übrig. Und ich mein Make-up ist auch noch nicht ganz fertig. Scheiße, das wird so... Ich darf nicht zu spät kommen. So Leute, ich bin ready. Es ist schon 16 Uhr. Ich müsste unten sein. Wir gehen jetzt los. Hey. Leute, Doli würde sich so krank freuen, wenn der gerade hier wäre. Wir haben einfach das ganze Zubehör bekommen. Und das ist die neue Kamera. Genau, die Kamera hinten könnt ihr natürlich einschalten, Display hochklappen und mit dem Knopf da vorne ist auch gleich der Start für die Aufnahme natürlich getätigt. Da sind auch noch so Zubehörsachen dabei, weil das das Vlogging-Kit ist. Natürlich hat es auch Touch-Display, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Das heißt, wenn ich mich selber filme, kann ich das einmal hochklappen und so in die Hand nehmen. Ich kann es am Standfuß festhalten, wie auch immer. Und mit dem besagten Knopf die Aufnahme starten. Ich kann aber natürlich auch über den Touch-Display meine Einstellung machen. Das ist so ein ganzes Vlogging-Kit, was wir bekommen haben. Da ist einmal diese neue Vlogging-Kamera drin und noch Lenskappe, wie heißt das, ein Carrying-Bag. Also voll die coolen Sachen bekommen. Ich zeige euch das gleich nochmal in Ruhe, aber die Kamera ist richtig, richtig cool. Gehen wir alle zusammen essen. Ich glaube, Shadi ist noch da, die geht aber gleich mit ihrer Family raus. Hi! Hey. Was geht ab? Oh, hast du riechst nach. Ja, ich hab Geschenke. Du siehst richtig gut aus. Danke. Ich hab ein Vlogging-Kit bekommen. Guck mal. Cool. Also, einmal so eine Tasche. Oh, da wird sich Doli unnormal freuen. Doli liebt sowas auch krank. Scheiße. Doli, Zwillingsbruder. Und dann. Die ist richtig fancy aus.
voll cool, ne? Das ist die neue Kamera. Cool auch. Guck mal, weißt du, was richtig cool ist? Die ist richtig klein, also die passt in jede Tasche und die ist übertrieben leicht. Also richtig gut fürs Vloggen, weil so große Kameras packen ja voll ab, ne? Ich bin jetzt voll gespannt im Vergleich. Wie klein. Oh nein. Oh, die ist richtig voll kompakt, cool. Ne? Und guck mal, wie cool. Die ist ganz anders vom Ding her. Du kannst das so umdrehen und filmst dich dann so. Und was übertrieben cool ist, die haben ein eingebautes Ding zum so ablegen. Okay, das ist krass. Das heißt, du kannst deine Kamera einfach so ablegen und dich filmen. Wie cool ist das bitte? Sonst musst du dir immer einen Halter dafür kaufen. Die ist übertrieben nice. Die sieht richtig fancy aus. Und die hat auch 4K und so, also richtig gute Qualität. Die hat auch Weitwinkel und solche Sachen. Krass. Und du kannst sogar so Sachen wie Beautyfilter und so einstellen, dass du glatter aussiehst das und so. Das ist so cool. Das ist echt cool, ne? Ich freue mich übertrieben. Ich werde nur noch mit der... Alter, ich kann die in... Ich habe die... Du weißt ja, ich habe die kleinsten Taschen der Welt. Die passen überall. Was machst du? Das ist einfach eine Tasche. Dann haben wir hier so ein Samtding bekommen, wo man die reintun kann. Dann haben wir eine Linse bekommen. Cool. Und wir haben so Mini-Windschutz. Ja. Das ist richtig gut, weil ihr voll viel draußen vloggt. Eben. Und guck mal, hier gibt es extra oben... Seht ihr auch hier so magnetische Dinger, wo man die dran machen kann. Nächstes Mal, wenn wir auf den Malediven sind und Fahrrad fahren, können wir dann die finden. Ja, Mann. Kannst du jetzt mit der direkt weiter vloggen? Ja, eigentlich schon. Ich habe ja eine Speicherkarte auch bekommen. Stimmt, die kannst du ja changen einfach. Ja. Ich mache jetzt alles hier rein und dann sehen wir uns gleich mit dieser Kamera. So, Leute, das ist jetzt die andere Kamera. Ich habe jetzt geswitcht. Richtig cool. Das ist ein richtiger Weitwinkel. Jetzt seht ihr so das ganze Zimmer. Und es ist voll praktisch, weil guck mal, wie klein die ist. Die ist übertrieben klein. Unser Bus ist da, von dem wir jetzt abgeholt werden. Wir sind jetzt, glaube ich, da. Leute, das ist, glaube ich, die Dinner-Location. Das fühlt sich an wie in diesen Filmen. Ja. Oh, wow. Dankeschön. Wir sind jetzt beim Essen und es gibt hier auch so eine Menükarte. Ich fühle mich gerade hier so fancy, also richtig fehl am Platz. Oh geil, Chicken Taco. Es gibt Creme Brûlée. Okay, ich bin dabei. Erster Gang ist angekommen. Das ist Karotten-Ingwer-Suppe mit Garnele. Lecker. Schmeckt? Ja, ja, krass. Wir sind fertig mit dem Essen, es war übertrieben lecker. Und jetzt fahren wir zu einer Bootstour oder so am Hafen. Habe ich noch nie gemacht, ich freue mich voll. Oh Gott, wir mussten noch aufs Klo. Nicht, dass sie jetzt weggefahren sind. Nein. 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 Die sind nicht weg. Ich ruf mal eben. Die sind weg. Gut, jetzt kommen die zurück. Paul, a bitch. Ah ne, oh mein Gott. So? Ja. Someone like you. Das sieht einfach aus wie New York, nur mit einem Fluss. Ich freue mich gerade voll, weil ich habe sowas noch nie in Deutschland gemacht. Also ich war allgemein noch nie in Deutschland so, ich weiß nicht, auf einem Boot. Ich komme mir gerade so klein vor zwischen diesen Riesenschiffen. Leute, ich bin jetzt auf dem Zimmer. Shady ist gekommen. Hi. Hast du mich vermisst? Ja. Echt? Ja, habe ich wirklich. Aber ich hatte trotzdem einen schönen Abend, auch ohne dich. Ihr wisst ja, das war mein erstes Event alleine, ohne jemanden, den ich mitnehmen konnte oder Doli oder so. Traurig. Und ihr wisst ja, ich bin auch ein sehr schüchterner Mensch. Leute, sie saß gerade so auf dem Bett. Sie so, meine Batterie ist total leer. Es war echt cool und die Leute waren auch alle übertrieben nett. Also ist alles super, aber ich bin einfach ein introvertierter Mensch bei Leuten, die ich nicht kenne. Ja, und bei mir geht meine Batterie dann irgendwann leer, wenn ich den ganzen Tag so versuche, sozial zu sein. Aber es war trotzdem unnormal cool. Es war richtig schön. Ich freue mich voll auf morgen. Shoppen und Essen. Shoppen und Essen. Und wir haben Shoppen noch den Freitag. Shoppen und Essen und Freitag. Shoppen und Essen und Freitag. Guten Morgen. Jetzt habe ich nur noch 50 Minuten, um mich fertig zu machen und auszuchecken. Tag 2. What is happening? Ich habe einen Lip Liner dabei, der einfach dieselbe Farbe wie meine Hautfarbe hat, deswegen sieht man den gar nicht. Perfekt. Wie fancy sieht das heute aus? Oh, ist das schön hier. Hey, ist der ganze Laden nur für uns? Das ist ja crazy. Es schmeckt alles übertrieben lecker. Ich will eigentlich nur gerade gar nicht leben.
Dooli würde den ganzen Tisch auseinandernehmen. Dooli hätte die Hälfte davon jetzt schon auf seinem Teller. Ich fühle mich schwanger. Mir geht's gar nicht gut. Leute, wir kriegen gerade eine Tour von so Graffiti-Gemälden und so in Hamburg, weil wir später auch selber sprayen werden. Das wird was. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind gerade in irgendeiner Gegend, wo anscheinend so viel Kriminalität ist, viel illegal gesprayt wird. Aber das ist jetzt irgendwas, wo man legal sprayen darf, glaube ich. Hall of Fame in Berlin, die eigentlich fast jeder kannte. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall Unterricht, erstmal bevor wir sprayen dürfen. Wir sind in so einem Raum, Leute, das sieht einfach aus wie so ein Kunstunterricht. Ihr müsst da jetzt kein Picasso ranmalen, sondern ihr müsst euch vorgruppen, müsst ihr erstmal überlegen. Welche Stärken haben wir, welche Schwächen? Wer kann gut malen, wer kann nicht so gut malen? Wer ich bin ja auch wie im Kunstunterricht. So eine große Wolke, das ist super geil mit den Stiften. Aber ich eben nur so eine Farbe nehmen. Wenn ich dann näher rangehe, so ein Kuckel. Ja, das klappt ja gut. Unser Meisterwerk ist fertig. Ich finde es richtig gut. Dafür, dass das erste Mal war. Wir sind stolz. Ich fand gut. Guten Morgen, Freunde. Wir stehen jetzt vorm Hotel. Wir haben uns ready gemacht. Wir sind schon ausgecheckt. Und jetzt wollen wir in die City fahren und noch ein bisschen. Ich wollte gerade wieder Frankfurt City sagen. Frankfurt City. Hamburg City. Lara denkt seit heute Morgen, wir sind in Frankfurt. Hamburg City auseinandernehmen. Leute, die ist so bescheuert. Ich ne? liebe Sonnenbrillen. Schadi, du hast 1000 Sonnenbrillen. Lass es. Ich liebe Sonnenbrillen. Die hat einfach Probiersocken von anderen Läden mitgenommen und zieht jetzt einfach in jedem Laden. Ich pack die jetzt auch hier wieder an. Leute, das ist, glaube ich, der 10. Laden, wo wir bestellen und nichts kaufen. Langsam wird es übertrieben unangenehm. Das ist das 6. Wasser, was ich heute Bällisch trinke. Die sind zu schick, oder? Diese Spitze ist too much. Ja. Also, das sind die Bilder von meiner Tante. Das ist alles fotografiert und gemalt. Das heißt, sie hat die Models fotografiert und hat dann nochmal über das Bild gezeichnet selber. Und das ist so ihre, also das ist so das, was ihre Kunst so ausmacht. Und das ist Sarah. Das ist mein Lieblingsbild. Ich finde das übertrieben krass. Siehst du die Abstraktität in der Bildfunktion? Abstraktität. Hier ist die Künstlerin. Hallo. Stell dich mal kurz vor. Ja, guten Tag, mein Name ist Afsane Nagi und ihr habt Pech gehabt, dass ihr heute nicht hier seid. Voll schön hier, direkt am Wasser. Wir sind tot. Ich bin so müde, ich werde im Zug komplett durchschlafen. Wieso denken wir, dass wir fancy sind, Shadi? Wenn man in Hamburg ist, fühlt man sich ein bisschen. Das Ding ist, wir wollten eigentlich jetzt zum Bahnhof oder so aufkommen, wir haben nichts zu Abend gegessen und wir müssen gleich zum Zug und bei uns im Hotel gab es ein Restaurant. Und jetzt sind wir ins Restaurant gegangen und es ist übel teuer hier, aber wir haben übel Hunger, deswegen. Was ist das denn? Warte. Aber das ist so fancy. Du bist wie Dooli, einfach würzen ohne zu probieren. Ich meine dein Aroma, es ist nicht zu stark, nicht zu intensiv. Wir haben es geschafft. Kurz habe ich echt gedacht, dass wir unseren Zug verpassen würden. Ach so. Das war irgendwie einer der schlimmsten Zugfahrten meines Lebens. Wir waren halt einfach voll müde. Unser toller Trip ist vorbei, Mann. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause. Tschüss. Ciao. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Leute, sagt Charlie tschüss. Tschüss. Bye, bye. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe extrem viel geschlafen. Es war ein extrem cooles Wochenende. Also, ich hatte extrem viel Spaß. Wir haben voll die coolen Sachen gemacht. Das Coole ist, es gibt sogar ein Gewinnspiel. Ihr könnt das Graffiti, was wir gemacht haben, wo so PowerShot mit dem Blitz drauf stand, gewinnen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare reinschreiben, welches Feature ihr der PowerShot V10 am besten fandet. Mein persönlicher Favorite ist, dass die Qualität einfach so krass gut ist, während es noch Weitwinkel ist und sie so handlich ist. Und der kleine Ständer, das ist mein Film. Ja, ihr könnt einfach schreiben, was ihr am coolsten fandet und dann wird einer von euch ausgelost. Das Einzige ist, ihr müsst über 18 sein und in Deutschland wohnen. Und das Ende des Gewinnspiels ist der 20.07. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und hoffe, dass ihr hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche.